Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider, Leute. Und was sehen meine Augen? Ein Buch. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Okidoki. So, wo muss ich hin? LB sagt, da hinten hin. Jetzt schaue ich mal kurz, was ich alles gesammelt habe. 2 von 2, 2 von 2, 2 von 2. Okay, die Schatzkarte fehlt. Und ein Geocache. Nun ja. Holen wir das halt erst irgendwann später. Wohin zeigt es? Aha. Dass ich da hochgehe, will es. So. Erklimmen wir diesen großen Turm. Okay. Los geht's. Das schaffst du, Lara. Kein Problem. Oh, so geil die Haare, oder? Ah, ich wollte ja noch das Kostüm wechseln, aber naja, das können wir ja auch irgendwann machen. Kletter du nur! Ja! Oi! Okay, da müssen wir noch weiter hoch. Alter, zieht euch den Schneesturm rein. Und die Raben. Und dieser Perspektivwechsel immer. Boah, diese Aussicht, göttlich. Heiliger Jesus. Komm schon, kletter, Larry. Du schaffst es. Oh, und diese Musik dazu. Gebt euch die, ey. Alter, das wird sich doch kein Mensch trauen. Boah, alles so rostig. Klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Okay, den Sender einstellen. Gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Ah. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Funk.
Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Galerie freigeschaltet. Drücken wir mal. Yay! Hei, hei, hei. So kommt man definitiv runter. Auf jeden Fall. So. Okay. Sind hier Gegner oder so? Treibstofftanks. Ja, die werden wir benutzen. Aber erstmal schaue ich mich hier um, weil... Nee, das ist immer noch... Das gehört hier dazu, aber hier liegt bestimmt irgendwo ein Geocachchen rum. Oder so, da bin ich mir fast schon sicher. Wartet mal, hier in den Kisten ist ja nix. Nope. Was ist hier in der Hütte drin? In dieser hier. Da liegt was. So sollte es gehen. Also X gedrückt, um die Fackel zu entzünden. Perfekt. Jetzt können wir die Fackel quasi immer an- und ausmachen. Und wenn ich es wieder gedrückt halte, macht es... Nee, macht es nicht. Aber egal, das ist auf jeden Fall... Ist das schon mal sehr praktiko. Kein Catch für mich. Ein Huhn oder ein Vogel, ein Rabe. Okay. Hier ist unser Ziel. X. Und dann... So. Bloß weg. Da ist es. Oh shit. Oh, Kacke. Oh. Fuck, 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 fuck. Bin ich tot? Nein, ich lebe. Ah, oh, bloß nicht in diese stachelige Kacke rein. Hier hoch. Jawohl. Oh, leck, 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 leck. Oh. Alter. Fuck, weg da! Heilige Scheiße! Eine selten benutzte Straße. Finden Sie einen Weg zurück zum Bergdorf. Okay, das ist jetzt wieder ein neues Gebiet. Genau, hier gibt es ein Lager auf jeden Fall. Lager. Trapez. Schwingen Sie an herunterhängenden Ballern wie an einem Trapez. Okay. Woohoo! Oh, scheiße, Mann. Schneller! Oh fuck, lauf! Oh, what the fuck? Oi, 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 oi! Lauf doch! Oh mein Gott! Gott, die Arme, ey! Was zum Teufel? Haut ab! Haut ab!
Fuck, Mann, was soll ich machen? In die Füße, oder? Du Wichser! Komm schon. Halt dein Maul, Alter. Ich hab dich gerade graziös gekillt. Wenn man das so nennen kann. So, jetzt wartet mal. Ich kann ja entzünden. Und direkt mal das hier. Jawohl. Los, lass es fallen. Die Kiste. Die Kiste voller gutem Zeug. Oh, was war das? Pfeile. Kann ich nicht gebrauchen. Pistole wird nach... oder wurde nachgeladen. Boah, shit, Alter. Da liegt noch eine Leiche. Hier gibt's echt nur ein Lager? Ja, so wie es aussieht, ja. Okay, den Arm weide ich jetzt nicht aus oder durchsuche ihn, weil er hat... Da wollte er nur helfen, Mann. Warum verrecken hier alle? Da ist ein Lager. Ein Lager! So. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt die Tote. Das klingt auch gut, oder? Erfahrener Mörder, um größere Belohnungen zu erhalten. Mach mal das, wobei das andere war auch nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Ja, gehen wir zurück. Machen wir mal Ausrüstung und dann wechseln wir mal unser Outfit. Was hatten wir jetzt noch nicht? Jäger, glaube ich, oder? Ne, Jäger hatten wir. Pilot. Jetzt haben wir Guerilla, Bergsteigerin, Ingenieurin, Meisterschützin. Bergsteigerin ist gerade Ingenieurin. Ja, dann mache ich halt wieder Jäger, ist doch egal. Zurück. So, was können wir verbessern hier? Pistole vielleicht nochmal. Ich habe fast nichts an Ding, ne? An, wie viel habe ich denn? Wo steht denn das? 61, what? Na, das kann man ja vergessen. Okidoki. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu, ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Eine selten benutzte Straße stoßen sie wieder zu Roth. Der mit Vornamen übrigens Conrad heißt. Hier drüben! Ich bin Ihrer Flanke! Fuck! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Super. Neue Ausrüstung. Los jetzt. Oh, der Wichser. Okay, der ist tot. Ah, jetzt bist du ungeschützt, hör da vorne mit deinem. Mann, ich treffe die nicht. Fuck. Jetzt getroffen. Komm, den Schutz. Den hau ich euch weg. Da könnt ihr euch nicht mehr verstecken, ihr Wichser. Mann! Ich glaub dir, ich treffe den nicht. Der trifft mich aber auch nicht. Kopfschuss, perfekt. Wichser. Komm nur her. Ja, Mann. Aber der lebt. Hier. Ja, endlich. Super. Es muss einen Weg nach oben geben. Den gibt es, da bin ich mir sicher. Okay, jetzt kann ich das mit dem Seil machen. Das ist schon mal sehr von...
von Vorteil, dass ich das habe, meine ich. So, okay. Gibt's hier noch was vielleicht? Hm? Ne, hier gibt's nur ein Lager. Das ist so eine kleine Zwischen... Wie heißt das? Kleines Zwischenlevelchen oder sowas? Was passiert, wenn ich das anziehe? Oh mein Gott! Aber es ging. Nochmal gut. Oh wow! Der Jump ist mir fast misslungen. So, die kleinen Wichser hier noch. Immer schön ausweiten. Soll ich da mal runtergehen da? Nee, von da unten kam ich ja. Nee, das mach mal nicht, du. Leber nicht. Wie sieht das Jäger-Outfit nochmal von vorne aus? Fast standardmäßig, würde ich sagen. Aha. Aber was passiert, wenn ich da hochgehe? Da ist so ein Sprungteil. Jupp. Was gibt es hier Schönes? Ah ja, eine Kiste. Pfeile. Ja gut, immerhin besser als nix. Hui! So. Wo bin ich jetzt? Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Benutzen Sie Sandpfeile? Ja, okay. Ich probier's. Ah ja, das muss ich dann so machen. Genau, dann steckt sie das da rein. Seht ihr wieder was Cooles? Kann man da nicht hoch? Mich würde interessieren, was es da oben gibt. Oder nur dieses explosive Fass. Scheinbar nur dieses Fass. Ich glaube nicht, dass hier ein Grab oder sowas ist, sonst wird es ja auf der Karte angezeigt werden. So, da oben. Das hätte ich doch locker noch kaputt machen können, oder? Indem ich hier mit dem Seil dran ziehe. Oder auch nicht. Vielleicht von einer anderen Perspektive. Oder... Ich glaube, ich sollte da nicht ins Wasser, oder? Geh mal runter. Ich will mal da hoch. In dem... Das geht bestimmt so. Ja, da ist was. Ich sehe es schon. Da ist so eine kleine Kiste gewesen. Genau. Und die will ich auf jeden Fall. So, ganz da hoch und dann runter. Und dann öffne es. Jawohl, XP. Besser als nix, würde ich sagen. Ja, der Sturz. Aha, eine EP-Pflanze. Komm, nimm sie. Na, lauf doch durch, Donnerwetter. Ja, die stellt sich hier an. Pfeile habe ich genug. Okay. Verliere ich den Pfeil dann eigentlich? Nee, verliere ich nicht. Ist doch gut. So muss es sein. Okay, wieder so ein kleiner Höhlenpass. Aktuelle Position Bergdorf. Jawohl, ich bin wieder im Bergdorf. Sehr schön. Ja! Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday, hier Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Reicht locker nicht für Verbesserungen. Okay, wir sind wieder im Bergdorf angelangt, wo zwei Lager fehlen. 6 Dokumente, also da fehlt noch so viel. Aber ich glaube, mir reicht meine Ausrüstung immer noch nicht aus, um hier alles zu bekommen. So, schauen wir mal, dass wir da gut runterkommen. Erstmal schön A, B. Juhu! Sauber. Oben kämpfen wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl.
Oh, die Wichser sind da. Bleib stehen. Hilfe, schnell! Fuck, der hat mich gesehen. Wichser! Was habt ihr jetzt auf einmal? Alle Maschinengewehre, ey. Triff doch! Ja! Aber der lebt noch! Okay, das Feuer ging zum Glück daneben. Komm. Ihr werdet sterben. Nein! Oh Mann! Alter, wie lange lebst du? Wichser! So, jetzt komm. Ja, genau, Mann. Super. Jawohl, Bogen. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Okay. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Yeah, Erfolg! Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Okay. Dancing Mushrooms kennen wir doch nochmal nur von Super Mario! Okay. Die Tür, da geht noch nicht auf.